Hallo, in diesem Video will ich euch erklären, wie ihr eure Links in Word aktualisieren könnt. Warum das Ganze? Normalerweise könnt ihr einfach nur Rechtsklick machen, Felder aktualisieren machen und dann ist das Ganze gegessen. Oder, wie wenn ihr im Internet guckt, macht ihr einfach STRG A, um alles zu markieren und drückt dann F9, was ihr jetzt nicht sehen könnt, um alles zu aktualisieren. Jetzt ist es leider so, dass bei neueren Word-Versionen das nicht immer für das ganze Dokument funktioniert und bei meiner alten 2003er-Version hier das überhaupt nicht funktioniert. Und für diesen Fall eben jetzt eine Notlösung sozusagen, die hoffentlich dann auch in eurem Fall funktioniert. Ihr müsst erstmal in die Extras Optionen gehen oder vielleicht bei den neueren Versionen über irgendwelche anderen Menüs, aber ihr wollt auf jeden Fall in die Optionen. Hier beim 2003er steht es unter Drucken, da gibt es die Option Felder aktualisieren, die sucht ihr. Bei neueren Versionen steht es nicht unter Drucken, glaube ich, sondern unter Ansicht oder allgemein oder sowas. Könnt ihr mal im Internet suchen. Jedenfalls, dieses Ding hier ist, was ihr aktivieren wollt. Das bestätigt ihr und dann wollt ihr drucken. Ihr wollt nicht auf Papier drucken, weil das wäre eine Verschwendung. Ihr wollt in eine Datei drucken. Das heißt, ihr könnt, wie ich, einfach einen PDF-Reader nehmen oder ihr druckt in die Datei. Übrigens, damit wir auch was sehen können, ich mache das hier nochmal zu, fügen wir hier mal eine neue Abbildung ein. Das heißt, das hier müsste eigentlich die 3 sein. So, wie gesagt, wir wollen also drucken, bestätigen das und aufgrund meines PDF-Drucks lande ich ja jetzt hier irgendwo in meinem Dateisystem. Das braucht ihr gar nicht mehr zu bestätigen, ihr macht einfach wieder abbrechen, seid ihr wieder draußen und dann seht ihr, dass das Ding hier aktualisiert ist auf diese Abbildung. Das heißt, ihr müsst nur einmal in diesen, so das Word denkt, ihr habt wirklich gedruckt, rein und dann könnt ihr wieder zurück und dann habt ihr alles aktualisiert. Und das war's auch schon. Ja, vielen Dank fürs Gucken.